Seine Behauptung, für das Nationallaboratorium von Los Alamos tätig gewesen zu sein, wurde für uns zum Prüfstein für seine Wahrhaftigkeit. Denn wenn er dort gearbeitet hat, muss er irgendwo zur Schule und zur Universität gegangen sein. Denn die stellen nur Spitzenwissenschaftler ein. Und wenn er dort für die Regierung an Geheimprojekten arbeitete, warum nicht auch anderswo? Doch in Los Alamos sagte man, es gebe keine Akten über ihn. Er hätte dort nie gearbeitet. Doch man benahm sich sehr seltsam. Unsere Briefe wurden nicht beantwortet, Anrufe nicht erwidert. Es schien so, als wolle man nicht, dass wir dort herumschnüffeln. Doch unsere Recherchen erbrachten eine Reihe von Indizien, dass er tatsächlich dort angestellt war. So nannte ihn die Lokalzeitung einmal als Wissenschaftler dieser Nationallaboratorien. Mehr noch, wir fanden seinen Namen im internen Telefonbuch der Laboratorien, das ihn als Angestellten mit seiner Labornummer auflistete. Zudem sprachen wir mit Wissenschaftlern des Labors, die mit ihm zusammengearbeitet hatten. Und jetzt endlich, in dieser Woche und 4 Jahre nach Beginn unserer Recherchen, hat jemand vom Labor offiziell bestätigt, ja, Bob Lazar war für Los Alamos tätig, ja, er war in den Mason-Labors tätig, ja, dort werden Geheimaufträge durchgeführt. Es dauerte lange genug, aber jetzt ist es bewiesen, dass Bob Lazar in Los Alamos an Geheimprojekten gearbeitet hat. Doch seine ganzen Dienstakten sind angeblich verschwunden. Wir wissen nicht, warum. Glauben Sie, jemand wollte Lazar gezielt diskreditieren? Das ist genau, was ich denke. Sogar seine Geburtsurkunde war verschwunden, ist erst kürzlich wieder aufgetaucht. Auch seine Schulbesuche sind abgestritten worden, obwohl ich Menschen interviewt habe, die mit ihm zur Schule gegangen sind. Zumindest für Lazar besteht kein Zweifel, dass das, was er sah, nicht von dieser Welt war. Es waren definitiv außerirdische Raumschiffe. Da besteht kein Zweifel. Unsere Aufgabe war es, ihren Antriebsmechanismus zu ergründen. Und das wäre völlig unnötig. Wir hätten nicht herausfinden müssen, wie sie konstruiert waren, wenn wir sie gebaut hätten. Alles, die Gerätschaften in ihrem Innern, die Größe der Sitze, die verwendeten Materialien, ihr Antrieb durch das Element 115, das es auf der Erde nicht gibt, all das ließ keinen Zweifel an ihrer außerirdischen Herkunft. Und das besagten auch die Einweisungspapiere, die wir zu lesen bekamen. Trotzdem, so Lazar, finden regelmäßige Testflüge dieser abgestürzten UFOs im S4-Bereich statt. Und einer dieser Testflüge konnte von Zeugen gefilmt werden, nachdem Lazar zuvor den dafür angesetzten Zeitpunkt in Erfahrung gebracht hat. So entstand dieser faszinierende Film eines über S4 manövrierenden Objektes, das alle von Lazar und so vielen UFO-Zeugen geschilderten Flugcharakteristiken aufwies. Finden denn diese Testflüge noch heute statt? Ich weiß es wirklich nicht. Nach all der Zeit und Publicity ist es natürlich schwer zu glauben, dass die Testflüge noch immer stattfinden. Doch möglich ist es schon. Als ich dort war, sah ich in den Flugplänen, dass die meisten Testflüge Mittwoch in den Abendstunden stattfinden. Aber was heute dort vorgeht und ob die Installation noch immer da ist, weiß ich wirklich nicht. Dieses 1977 freigegebene Memorandum der US-Bundespolizei FBI bestätigt, dass bis 1950 drei scheibenförmige Flugobjekte kreisrund in der Form, 17 Meter im Durchmesser, mit je drei kleinen, menschenartigen Wesen an Bord, in der Wüste von New Mexico entdeckt wurden. Und auch die NATO-Studie von 1964 erwähnte UFO-Abstürze. Ein ausführlicher Anhang handelte von UFO-Abstürzen. Ein UFO war damals in Norddeutschland abgestürzt, nahe der Ostsee und nahe der Grenze zwischen der britischen und der sowjetischen Besatzungszone. Das war eine Scheibe von 30 Metern Durchmesser, 5 Meter dick. Sie wurde von der britischen Armee geborgen unter Beteiligung britischer Ingenieure. Irgendwie gelang es ihnen, in das Objekt einzudringen und es in verschiedene Teile zu zerlegen, die sie dann abtransportierten. Das Wrack wurde später an die Amerikaner übergeben. In ihm fand man kleine Körper, 12 an der Zahl, kleine, graue Wesen mit großen Köpfen.
hauled them away, and I understood that they were actually turned over to the Americans. This was a crash, and in the object were small bodies, approximately 12 of them. They were small gray creatures with large heads. What happened to the study? Wo befindet sich heute der Assessment Schlussbericht? When they concluded the study in 1964, als die Studie 1964 abgeschlossen wurde, machten sie 15 Kopien vom Abschlussbericht. Sie klassifizierten ihn mit Cosmic Top Secret und fügten Eyes Only und Need to Know hinzu. Eine Kopie ging an den NATO-Generalsekretär, eine Kopie war im persönlichen Besitz von General Lyman Lemnitzer, dem damaligen Oberkommandanten der alliierten Streitkräfte in Europa. Andere Kopien gingen an die militärischen Repräsentanten der NATO-Mitgliedstaaten. Nun hat bereits 1983 die deutsche Bundesregierung abgestritten, Informationen über UFOs zu besitzen. Warum belügt sie die Öffentlichkeit? Ich denke, die deutsche Regierung weiß sehr wohl, was vorgeht und ist über Assessment informiert. Ich weiß, dass es eine Dienststelle auf sehr hoher Ebene innerhalb des deutschen Verteidigungsministeriums gibt, die sich mit UFOs befasst. Jeder NATO-Mitgliedstaat hat ein UFO-Büro, meist eine Dienststelle auf sehr hoher Ebene. Die Entdeckung abgestürzter Raumschiffe einer außerirdischen Zivilisation war den Militärs zu brisant, als dass die Öffentlichkeit davon erfahren durfte. Wie Geheimdokumente beweisen, befürchtete man, dass die Furcht vor einer außerirdischen Invasion zu einer Panik führen könnte. Und man hoffte, sich durch das neu erlangte Wissen Vorteile im Kalten Krieg zu verschaffen. I believe that when they say that the secrecy is necessary because it's a national security problem, I think they really believe that. Ich glaube, dass sie, als sie beschlossen, das Thema als Frage der nationalen Sicherheit zu behandeln und unter Geheimhaltung zu stellen, ihre guten Gründe dafür hatten. Ich denke, dass die Gründe in den Computerkriegsspielen lagen, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg durchführten und feststellen mussten, dass der Krieg bestimmte Regeln hat, dass es bestimmte Dinge gibt, die man nicht tun kann, ohne das Spiel so weit zu treiben, dass es beendet ist. And one of those things was the introduction of a new unexpected technological development. So now the UFOs represent exactly that, the potential for a new. Eines dieser Dinge war eine unerwartete technologische Entwicklung. Und eben das stellten die UFOs für sie dar. Das Potenzial für eine neue, unerwartete technologische Entwicklung. In den Kriegsszenarios hatten sie entdeckt, dass ein solcher Durchbruch automatisch der Seite mit dieser Technologie den Kriegsvorteil bringt. Das ist eine Gefahr für jeden potenziellen Feind, der erwägen muss, welcher Natur diese Technologie ist und wie weit sie ihn ins Hintertreffen bringt. So wurde die UFO-Frage zum Problem der nationalen Sicherheit, denn sie bot ernste Auswirkungen für jeden potenziellen Feind, der nicht wissen konnte, wie weit die Amerikaner in ihren Studien schon sind und ob er einen Krieg deswegen nicht verlieren müsste. Well, for many years, one of the reasons was the Cold War. We did not. Eine lange Zeit war der Hauptgrund der Kalte Krieg. Wir wollten nicht, dass die Sowjets wissen, was wir wussten. Später fanden wir dann heraus, dass die Sowjets ebenso viel darüber wussten wie wir. Die Auswirkungen der Schlussfolgerungen der Studie waren so tiefgreifend, dass die Entscheidung getroffen wurde, Informationen nicht freizugeben, weil sie von verheerender Wirkung auf die Öffentlichkeit in Europa und den USA, ja in der ganzen Welt sein könnten. Dass wir von hochentwickelten, hochtechnologischen, außerirdischen Kulturen überwacht würden. Eine der Hauptschlussfolgerungen war, dass die Bewohner einer dieser Zivilisationen exakt so aussehen würden wie wir. Das bereitete den Militärs im Shape Headquarter einige Kopfschmerzen, denn es bedeutete, dass diese Außerirdischen nur einen Anzug, eine Krawatte, ein Sportsakko brauchten und neben uns im Restaurant sitzen, mit uns Bus fahren oder um die Ecke im Shape Headquarter arbeiten konnten, ohne dass man je dahinter käme. Die Situation verschärfte sich, als im Sommer 1952 ganze Manöver unbekannter Flugobjekte über der Hauptstadt Washington DC gesichtet und auf Radar geortet wurden. Von nun an waren die UFOs eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit. Es musste